Hallo und herzlich willkommen zu meinem Dwarf Fortress, wie setze ich einen Manager ein Tutorial. Ein Manager bei Dwarf Fortress ist dazu da, um Produktionsprozesse zu automatisieren. Mit Hilfe des Managers können wir im Spiel mehrere verschiedene Arbeitsanweisungen erstellen und diese werden von ihm überwacht und beschlossen. Als Beispiel, wenn wir jetzt diese Schreinerei uns angucken. Ich habe maximal 7 Möglichkeiten, Arbeitsaufträge hier zu erstellen. Das heißt, ich gehe einmal auf Macbeth und dann nochmal und dann nochmal und dann nochmal. Muss es jedes Mal händisch machen und ich muss mir merken, wie viel... Ich brauche hier zum Beispiel 20 Betten, aber nur 7 kommen rein. Das heißt, ich muss nach 7 nochmal reingucken und nochmal 13 bzw. nochmal 2x7. Einmal 7, einmal 6 Betten in Produktionskette reinsetzen. Das ist ein bisschen ungeschickt. Also machen wir uns einen Manager. So, wie erstelle ich einen Manager? Man drückt auf N, auf die Taste N oder auf diese Krone, N, Hotkey N, und man kommt in ein Nobles-Menü. Hier suchen wir nach dem Eintrag Manager, klicken auf das Plus und wir schauen mal, ob es einen Zwerg gibt, der die nötigen Skills dazu hat. Also wir haben keinen Zwerg, der sich besonders gut als Manager eignet. Also nehme ich meinen Expedition Leader. So, ich habe jetzt einen Expedition Leader ausgewählt und stelle fest, dass ich habe hier so ein Symbol, einen roten Stuhl. Das bedeutet, er hat kein Office. Er braucht aber ein Office, um mit seinen Aufgaben nachzukommen. Also, ich habe schon mal einen kleinen Raum für den aus dem Fels hauen lassen. Einen kleinen Raum gebaut, der ist 4x4 groß. Und hier kommt das ganze Zeug rein, was er braucht. Was brauchen wir denn für einen Manager? Also, wir brauchen, hier müssen wir wiederum wieder es alles händisch zubereiten. Wir brauchen einen Tisch. Wir brauchen, hab's weggeklickt, das neue Menü ist ein bisschen ungeschickt. Wir brauchen einen Stuhl. Dann wollen wir eine Kiste. Dann wollen wir einen Schrank. Dann wollen wir einen Rüstungsstand und einen Waffenstand. So, jetzt guck ich nochmal nach. Wir haben Tisch, Stuhl, Koffer, Kabinett, Armor-Stand, Wippen-Rack. Und sicherheitshalber noch eine Tür, damit wir den Raum auch zumachen können. Okay, jetzt lassen wir mal die Zwerge arbeiten. So, meine Zwerge haben die Aufgaben erfüllt. Es wird Zeit, das Büro mit Möbel zu befüllen. Also hier ist der Raum. Wir als erstes eine Tür. Zack. Dann Tisch, dann ein Stuhl, dann eine Kiste, dann ein Schrank. Den Waffenstand und den Armrüstungsstand brauchen wir nicht unbedingt. Ich mache das aber immer ganz gerne, weil irgendwann brauchen wir das tatsächlich und dann sind die Zwerge auch zufrieden. Ne? So, jetzt lassen wir die mal arbeiten und füllen das Ganze mit Möbeln. In der Zwischenzeit klicke ich auf Zones und wähle aus Office. Im alten Dwarf Fortress war das ein bisschen anders. Ob es jetzt leichter ist, ist es auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. So, jetzt habe ich ein Büro eingerichtet. Jetzt müssen wir noch diesem Büro ein Zwerg zuweisen. Das wird unser Expedition Leader. Okay, der hat das Büro jetzt bekommen. Auf Nobles, Manager. Ja, wir sehen, er hat ein Häkchen, das heißt, er hat sein eigenes Büro und kann sich um seine Sachen kümmern. Jetzt klicken wir auf Taste O oder Orders. Hier, dieses Symbol hier. Und sagen dem, ich brauche 20 Betten. Da klicke ich auf Bett.
Er kann in jedem Workshop, das kann ich ändern, 1, 2, alle oder eine bestimmte Anzahl eingeben. Ich will aber tatsächlich, dass jeder Workshop benutzt werden kann. Ich ändere die Anzahl auf 20. Ich kann auch Bedingungen setzen. Das heißt, ich kann sagen, wenn zum Beispiel, wenn in meinem Lager weniger als 10 Betten sind, dann bau nochmal 20 Betten. Das will ich jetzt aber nicht machen, sondern ich lasse einfach nur 20 Betten arbeiten. Erstmal brauche ich nicht mehr. Also wie gesagt, es gibt Bedienungen, Material, Anzahl, könnt ihr alle möglichen Sachen einstellen. Also mache ich vielleicht ein extra Video dazu, ganz kurzes. So, und jetzt schauen wir mal, was passiert. Ich habe jetzt auf jeden Fall die Order eingesetzt. Wir haben 20 Betten zu machen und das kann in jedem Workshop passieren. Jetzt warten wir mal, bis da ist unser Expedition Leader. Wo ist der hier? Ist das der Expedition Leader? Ja. Scheint so, dass er dahin latscht. Ach, das ist ein bisschen älter wahrscheinlich. Ich kann nicht, wie alt ist der Kerl? Na, ganz so alt ist er nicht. Der ist jetzt ziemlich. Der transportiert gerade was. Okay. Oh, er hat sich schon erledigt. Das ging schnell. So, das heißt, die Order ist von ihm schon eingesetzt worden. Das erkennen wir durch dieses grüne Häkchen. Da musst du gar nicht ins Büro. Jetzt gehen wir mal klicken drauf und wir werden sehen. Voila, er macht ein Bett. Und das wird er so lange machen, bis die 10 Betten gemacht sind. Jetzt, sobald er das eine Bett fertig gemacht hat, steht hier auch nur 19. Also das macht er runter, bis keine mehr im Auftragsbuch zu stehen. So, das war das kurze und einfache, denke ich, Tutorial zum Manager. Manager ist eine absolut wichtige Funktion in einer jeden Festung und ich würde spätestens, ich habe es jetzt ziemlich spät in diesem Tutorial gemacht, aber spätestens mit der ersten Migrantenwelle würde ich tatsächlich einen Manager einsetzen. Das wird euch das Leben sowas von erleichtern. Es kostet nicht viel, das eine Büro auszurichten ist nicht viel zu Arbeit und es ist einfach toll. So, hiermit war es das kurze Tutorial auch schon durch. Ich wünsche euch viel Spaß und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.